Falsche Frau gegen falschen Arzt. Zweiter Prozesstag vor dem Landgericht Regensburg. Das transsexuelle Erotikmodel Kimberly W. trifft im Gerichtssaal auf den Angeklagten. Christian B. hatte sich als Arzt ausgegeben und vor allem Transsexuelle mit Silikonspritzen behandelt. Natürlich, er als Person, er ist schon sehr auffällig, natürlich, er selbst ein sehr operiertes Gesicht. Trotzdem aber auf jeden Fall habe ich geglaubt, dass er ein Arzt ist. Also er hat ein sehr, sehr großes Fachwissen gehabt, wenn es um Medizin ging. Also er kam sehr kompetent drüber, definitiv, ja. 108.000 Euro verdiente der falsche Arzt mit seinen Billig-Silikon-Injektionen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gefährliche Körperverletzung, Betrug und Missbrauch von Titeln in 110 Fällen vor. Immerhin, der Mann ist einsichtig. Am Anfang war er sehr, sehr kalt, sehr mimiklos. Gegen Ende hat er sich dann entschuldigt, hat er sich mir zugewandt, er wollte sich dann auch mit mir unterhalten. Der Anwalt, also sein Anwalt, hat das Ganze aber unterbrochen, hat das Gespräch dann eben abgebrochen. Ich weiß nicht, was er hat sich eben entschuldigt. Was er genau weiter zu mir sagen wollte, weiß ich nicht. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen.